Im Rahmen der Hessischen Biotage gab es in Meinerringhausen einen Öko- und Genussmarkt, organisiert von den Vereinen in Meinerringhausen. Mit dabei, wie immer, Dorothea Loth, Regina Krüger und Hendrik Wilke vom Landkreis Waldeck-Frankenberg mit ihrer kleinen Ausstellung und dem Heimatbrot. Zahlreiche Aussteller aus der Region waren vertreten. Wo hast du ein Maske gefunden? Hier ohne Maske. Ja, ohne Maske. Ich hab keine Sie. Netter Reduzent dabei. Eben, dann hat Maske ja nicht gehört, deswegen habe ich nochmal wiederholt. Ja, Regionalmarkt hier in Meinerringhausen. Tolle Geschichte, oder? Ja, wir wurden vor wenigen Wochen angesprochen, ob wir bereit sind, einen Öko-Genussmarkt hier in Meinerringhausen durchzuführen. Haben wir gesagt, gerade nach Corona oder während dem Abklingen von Corona haben die Menschen wieder einen Rechtsanspruch, mal miteinander zu kommunizieren. Und der große Zuspruch gibt uns recht, dass wir das richtig gemacht haben. Alle Vereine zusammen veranstalten dies unter der Regie des Dorfvereins. Und wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass nach Corona auch die Menschen wieder miteinander reden können, Spaß miteinander haben können, auch regionale Produkte genießen können. Und wir haben in Meinerringhausen selbst 6 Direktvermarkter und durch die umliegenden Städte und Gemeinden sind auch viele Direktvermarkter hier und genießen es, hier dabei zu sein. Ist auch ein Zeichen für den Zusammenhalt im Dorf, wenn die Vereine sowas organisieren und sofort mittragen. Oder? Jawohl. Wir haben vor 4 Wochen einen Vollmond-Flohmarkt hier in Meinerringhausen veranstaltet, auch von allen Vereinen und der Regie des Dorfvereins, und den nächsten Tag ein Brunnenfest. Der Zuspruch von über 500 Personen hat uns recht gegeben und hat gesagt, jawohl, es ist das richtige Zeichen, Möglichkeiten zu schaffen, eine Plattform zu schaffen, wo Menschen sich treffen können. Wenn Corona nicht wäre, wäre in Meinerringhausen deutlich mehr los gewesen. Das ist richtig. Wir hätten auch in deutlich mehr Feste veranstaltet, aber wir müssen auch respektieren, dass Corona uns Zeichen gesetzt hat, dass es auch andersrum geht, und wir haben halt durch Corona auch gelernt, und dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, unter freiem Himmel mit so vielen Menschen feiern zu können, ist auch ein Zeichen davon, dass unsere Politik richtig reagiert hat und gesagt hat, wir müssen geimpft werden. Ich war deshalb ausdrücklich dafür, dass Menschen sich impfen lassen, um auch wieder an Veranstaltungen teilnehmen zu können. Regionale Vermarktung, großes Thema, schon seit Jahren, wird immer mehr. Hier gibt es einige Selbstvermarkter, noch echte Landwirte, aber auch Handwerker und Kunsthandwerker. Ist auch so ein bisschen Leistungsschau von Meinerringhausen. Ja, wir haben in Meinerringhausen, wie gesagt, 6 Direktvermarkter, die sich dafür verschrieben haben, zu sagen, wir wollen unsere Produkte direkt vor Ort vermarkten. Das geht von Nudelproduktion über Reisehühner, über Eier, über Kartoffeln, andere Produkte, über Apfelsaft, Wein und dergleichen mehr. Durch alle Genussartikel durch wird das hier produziert, und man merkt auch, die Bevölkerung nimmt es dankend an und möchte auch gerne hiervon produzieren. Ein Geheimnis muss noch verraten werden hier in Meinerringhausen. Wie habt ihr das mit dem Wetter hingekriegt? Ja, das ist ein ganz großes Fragezeichen für viele aus der Bevölkerung und auch für viele Meinerringhäuser. Wir haben seit 2015, nämlich unserer 75. Jahrfeier, mehrere Veranstaltungen gemeinsam mit allen Vereinen gemacht, und wir hatten immer gutes Wetter. Es scheint, dass der liebe Gott ein heimlicher Meinerringhäuser gewesen ist. Das ist ja auch der Waldecker, ne? So ist es. Vielen Dank. Bitteschön.
überlegen Sie nochmal, machen Sie mal wie Bauchgefühl. Wenn Sie wollen, auf die Traumkanzel, dann machen Sie da hin. Du bist viel unterwegs. Ich hatte jetzt. Ja? Ich habe einen Anfang zu Ja, hab ich so. Sind wir drauf? Alles gut? Top. Ja, gut. Oh, jetzt ist das Geld aber weggefallen. Das ist nicht gut. Wir kriegen ja noch. Erklärt, ob er also ein Wald. Du hältst jetzt mal die Klappe. Jetzt frage ich dich erst was und dann kannst du mir was sagen. Ja. Bist du ein Waldecker? Ja, ich bin ein gebürtiger Meinringhäuser und damit ein gebürtiger Waldecker. Und es gibt das höchste Gut, was man erreichen kann in Deutschland, ist ein Waldecker zu sein. Und noch höher ist ein Meinringhäuser zu sein. Das ist das höchste Gut, was man erreichen kann. Ja. Wobei die Marienhäge noch gar nicht so verkehrt sind. Das sind gute Leute, standfest, bodenständig. Und mein lieber Reinhard, ich wünsche dir für nächsten Sonntag alles Gute. Ja, jetzt warte mal. Kennst du das Waldeck-Frankenberger Wappen? Ja. Was ist da drauf? Auf dem Waldeck-Frankenberger Wappen ist ein geteilter Löwe oben und der Waldecker Stern unten drunter. Ah. Der Waldecker Stern ist komplett, der Waldecker Löwe ist geteilt. Heißt also, dass Waldeck größer ist als Frankenberg. Das war die perfekte Antwort. Also, 100 Punkte. Bitte. Ich sag dir jetzt was. Der Waldecker, der hessische Löwe, der Frankenberger Löwe, ist heute sehr, sehr gut gelaunt. Ja. Ja, er ist freudig gestimmt. Und der Waldecker Stern leuchtet heute mehr denn je. Das stimmt auch. Ob dieses wunderbaren Fest. Und weil dem so ist, ja, kriegst du jetzt von mir den Waldeck-Frankenberger Orden. Oh. Ja, das war nicht verabredet. Ich schaue ihn mal. Dort oben ist der hessische Löwe und unten drunter, man sieht es ja, wie der Waldecker Stern leuchtet. Und den kriegt jetzt der Friedhelm als Dank für seine unermüdliche Tätigkeit, für die Regionalentwicklung, für die Regionalität und alles, was du sonst noch so machst, verliehen. Von mir. Ja, mehr höchst persönlich. Mehr als Bundesverdienstkreuz. Mehr kannst du nicht bekommen. Der Bundesverdienstkreuz ist direkt dagegen. Mehr kannst du nicht bekommen, sei kein Waldecker Stern. Reinhard, das aus deiner Hand zu bekommen, ist ja was Besonderes. Schau mal her. Olaf, Wasser ist alles im Kasten. Bravo.